Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 25. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Ich erwähne immer wieder, dass die indischen Astrologen die Horoskopen anders berechnen. Sie berücksichtigen, dass unser Sonnensystem bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre und wir befinden uns im platonischen Monat Wassermann-Zeitalter und das hat begonnen, so wie die Maya-Kalender das berechnet hat, Dezember 2012. Dieser Wassermann-Zeitalter dauert etwa 2000 Jahre bis etwa Jahr 4000, dann beginnt die Steinbock-Zeitalter. Vor Jahr 2012 waren wir noch in Fischenzeitalter. Also das war eine größere Veränderung, eine neue Zeitalter und das, was wir gerade leben, die Wassermann-Zeitalter. Das hat Hysterie ausgelöst in spirituellen Szenen, wurde vermittelt, oh, jetzt kommt die Weltuntergang, die Mayas haben das vorausgesehen, die Mayas haben sowas nie behauptet. Es hat mit diesem Datum die Wassermann-Zeitalter begonnen. Ich werde in Zukunft in Tageshoroskopen auch auf die Maya-Kalender eingehen. Es ist ein sehr präzises Kalendersystem und da sind wahre Schätze erhalten geblieben, leider nur ein Teil davon. Aber jetzt astrologisch, die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlicher Astrologie. In die Mitte ist Ganesha. Ganesha hütet die Astrologie und unterstützt uns immer bei Neuanfang, auch wie den Tag beginnt. Wir haben die vier Grundelemente, Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement, alle vier ist gleichwertig, alle vier Elemente sind lebensnotwendig. Und so sind die Tierkreiszeichen zugeordnet zu den einzelnen Elementen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Suraya heißt die Sonne in indischen Mythologie. Ich setze Suraya in Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, Mond ist die große Uhrzeiger. Sonne hat einen Einfluss auf den Monat, zeigt den Monatsthemen. Mond hat mehr Einfluss auf den Alltag, aber auch auf unsere Gefühle. Mond steht in einer engen Verbindung zum Wasserelement, was auch unserem Unbewussten, unseren Gefühlen symbolisiert. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage, allerdings im Grenzbereich, weil heute verlässt Mond die Tierkreiszeichen Waage und übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion. Aber bei Sonnenaufgang ist Mond noch
in Tierkreiszeichen Waage. Soma ist eine von den Namen des Mondes. Es gibt verschiedene Namen. Mond oder Soma ist im Tierkreiszeichen Waage. So beginnt den Tag. Sonne ist im Wassermann, Mond ist im Waage, weil beide in Luftelement bewegen, heißt es, sie haben eine Harmonie, eine harmonische Verbindung, auch wenn das keine exakte Verbindung ist, aber beide vertreten die Luftelement und so mit Leichtigkeit beginnt die Tag, wenn Mond übergeht, aber in Skorpion, dann ändert sich die Verbindung, weil entsteht eine gewisse Spannung zwischen den beiden Lichtern und das wird erst gegen Abend und Morgen spürbar, weil dann kommt so ein Mond in eine Verbindung und das ist Halbmond. Halbmond ist zwar schön, aber Halbmond ist eine gewisse Spannung und wir werden das auch spüren, eine gewisse Unsicherheit, Nervosität. Also so ist dann die Bewegung, so wie heute Abend bis morgen dann sich so ändert. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie und der Feuergott steht selbstverständlich mit Mars in Verbindung. In römischen Zeit war das Vulkanus der Feuergott. In indischen ist Mars und Agni stehen in Verbindung. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder und Mars kommt ganz stark hier in Vorschein, weil Mars herrscht über diese Tierkreiszeichen. Und das spüren besonders die Männer oder die, wo wiedergeboren sind. Ich bin auch in Tierkreiszeichen wiedergeboren. Also Wiedergeborenen oder mit Wiederaszendent, Wiedermond, natürlich wirkt das intensiver, diese Mars-Energie. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, wird aber mit 1D geschrieben. Mit 2D bedeutet das die Erleuchtende. Ich habe kein Bild für Buddha mit 1D geschrieben und aus diesem Grund nehme ich jetzt diese Karte für Merkur und Merkur wechselte jetzt den Tierkreiszeichen und Merkur bewegt sich heute schon in Tierkreiszeichen Fischen. Wie uns ausdrücken in die Sprache oder wie vermitteln uns heute etwas, prägt die Tierkreiszeichen Fischen. Entweder sehr mitfühlend oder traumhaft. Natürlich kann das auch bedeuten, dass die Traumbilder sprechen für uns. Oder bedeutet auch Merkur hier in Fischen, dass wir in die Sprache sehr mitfühlend sind. Oder lernen wir etwas im Bereich Kunst, Kreativität, Spiritualität, da wirkt die Neptun-Energie im Hintergrund, weil Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen. Nicht nur Neptun, natürlich Jupiter auch und das ist schon die Weisheit, aber mit einer Blumensprache. Wenn wir schon bei Jupiter sind, folgt auch Jupiter, Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Indra oder Jupiter ist im Tierkreiszeichen Skorpion auch Wasserelement. Venus
bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock im Grenzbereich, wechselt gerade die Tierkreiszeichen von Schütze auf Steinbock. Venus ist im Erdelement, Venus ist im Steinbock. Venus ist der Planet der Liebe und da sind die Bedürfnisse mit diesem Steinbock-Energie nach Sicherheit, Stabilität, Struktur. Aber Venus bedeutet auch die Frau, also symbolisiert uns Frauen. Und für uns Frauen ist wichtig, was gerade die Steinbock uns auch zeigt, Ziele setzen, das nicht aufgeben, geduldig zu sein, Ausdauer zeigen und für Struktur, Stabilität sorgen. Natürlich in erster Linie in Partnerschaft, aber auch in anderen Lebensbereichen. Saturn steht mit Skanda in Verbindung. Saturn bewegt sich natürlich langsamer als Venus und hier bleibt noch im Schütze. Saturn ist in Tierkreiszeichen Schütze und mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Steht auch astromedizinisch zu unserem Haut, also grenzt ab. Es ist sofort zum Erkennen, dass die Planeten sich verteilen in vier Elementen. Dazu kommt die beiden Lichter, Sonne und Mond. Und allen Elementen wirkt was. Und das sorgt dafür, dass wir schon in dieser Harmonie, in diesem Gleichgewicht haben. Es ändert sich ein bisschen durch die Nervosität, wenn die Halbmond sich nähert. Das hat einen Einfluss auf unsere Stimmung. Aber mal grundsätzlich ist hier mal eine Grundharmonie. Mars, Saturn in Feuerelement, Venus ist im Erdelement, Sonne, Mond im Luftelement und Merkur, Jupiter in Wasserelement. In indischer Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Waage im Grenzbereich und in diesem Grenzbereich befindet sich ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Vishaka. Vishaka ist eine Feuergöttin. Eine Feuergöttin, was alles verbrennt, was im Weg steht. Und diese Feuer, diese Verbrennung ist nicht die zerstörerische Energie, sondern das Aufräumen, ich könnte sagen, Transformation. Das ist so ähnlich wie Pluto-Energie. Alles loslassen, trennen, kündigen, alles, was Hindernisse zeigt in unserem Leben. Das Wichtigste, die Allerwichtigste ist, wovon wir verabschieden sollen, das ist die Angst. Die Angst blockiert immer. Angst, Schuldgefühl, Zweifel, gibt es auch Gefühle wie Neid oder Eifersucht, aber das erwähne ich nicht. Aber Angst kennen wir auch alle. Und wenn wir verstehen, wie das blockiert uns in allen Lebensbereichen, dann erkennen wir, wie wichtig diese Energie von Vishaka, all das loszulassen, damit hier etwas in Bewegung kommt. Und diese Feuergöttin ist eine Tempelfeuer und zeigt auch den Reinigungsprozess. Und das ist für mich wie Transformation, Erneuerung, wie ein Reinigungsprozess. Und genau das zeigt dieser Mondhaus. Und Mond nimmt alles auf, saugt auf wie ein Schwamm und reflektiert uns weiter und hat einen Einfluss auf unseren Gefühlen auch und vermittelt etwas. Und genau das ist die Information durch die Mondenergie uns für heute. Sonne, Mond und die Planeten stehen im Kontakt. Das ist wie ein Netzwerk.
Und sie verbinden sie sich immer wieder. In welcher Verbindung haben wir heute? Sonne steht mit Mars in einer sehr guten Verbindung. Sonne, Mars, eine schöne Verbindung. Luft, Feuer, Element harmonisieren sich auch. Und das ist die männliche Energie. Mars sowieso, aber Sonne steht auch zum Männlichen. Sonne symbolisiert Vater oder ein Chef, eine männliche Person, der was zum Sagen hat. Und hier kann natürlich eine angenehme Verbindung sein, eine männliche Person mit eigenem Vater eine schöne Verbindung oder mit dem Chef in eine schöne Verbindung. Bedeutet auch, dass Mars gibt die Kraft, etwas ins Licht zu bringen oder klären, mal die Augen öffnen. Sonne steht auch für das Auge. Mond steht mit Jupiter eine sehr schöne Verbindung. Jupiter, Mond verbinden sie sich auch schön. Das sind zwei benachbarte Tierkreise und da kommt eine gegenseitige Unterstützung. Wenn hier um Ungerechtigkeiten handelt, es ist nichts Weltbewegendes, Kleinigkeiten, aber Ungerechtigkeit, dann können wir damit rechnen, dass Menschen gibt in unserer vertrauten Umgebung, die mitfühlend sind, das ist Mond, natürlich Gefühle, mitfühlend sind und geben die Unterstützung. Mond steht mit Pluto auch eine gute Verbindung. Genau, Pluto ist im Schütze, die äußeren Planeten habe ich noch gar nicht gezeigt. Uranus im Widder, Pluto im Schütze und Neptun im Wassermann, genau. Und steht Mond mit Pluto auch in eine schöne Verbindung, selbstverständlich hier Luft, Feuer, Element. Harmonisieren sie sich auch und Pluto verabschiedet von etwas oder bringt etwas zum Ende. Pluto zeigt den Tod. Aber es ist in seltenen Fällen mit Todesfall etwas zu tun. Und wenn hier eine schöne Verbindung ist, sowieso nicht, sondern hier handelt es sich um andere Themen. Das ist die innere Kraft. Und von alles drinnen, was im Weg steht, aufräumen. Und genau das zeigt auch diese Pluto-Energie, belehrt uns, alles, was Kraft, Energie und Zeit raubt, ist überflüssig. Oder Angst, aufräumen, das blockiert. Und das ist im Einklang mit unserem Gefühl. Oder bedeutet in Gefühlen aufräumen, wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Merkur steht mit Venus eine schöne Verbindung. Und das kann natürlich eine Liebesnachricht sein. Merkur im Wasser, sowieso sehr gefühlsvoll. Und die Liebe zeigt im Erdeelement die Taten, die Realität. Also es wird etwas geklärt und es ist der Gefühlszustand. Und diese Botschaft, dieses Gespräch oder Nachricht kommt und damit können wir schon was anfangen, weil Venus im Erdeelement, das zeigt auch Struktur, das hat Hand und Fuß. Und jetzt etwas über die Maya-Kalender. Im Maya-Kalender sind es Wellen. Diese Wellen heißt Töne oder Frequenzen. Wir befinden uns gerade in sechsten Wellen. Und diese sechste Welle heißt der Tod. Das ist so ähnlich wie die Pluto-Energie. Es hat mit Todesfall überhaupt nichts zu tun, sondern diese Welle zeigt uns, wie wichtig es ist, loslassen, kündigen, von etwas verabschieden, was unser Leben erschwert. Und wir sind in dieser Transformation, dieser Erneuerungsprozess. Eine Welle dauert
13 Tage lang und diese sechste Welle, wo wir uns gerade befinden, das ist wie Tageswochen, wie 7 Tage Wochen, nur bei Mayas dauert das 13 Tage lang, das ist auch die heilige Zahl der Mayas. Diese Welle endet dann im 26. Februar. So lange haben wir diese Wochenthema. Damit meine ich natürlich die Maya-Woche. Und das ist das wichtigste Thema, gerade was wir zu erleben. Und diese Welle vertritt gerade die Luftelement. Also es ist wichtig, das loslassen, was uns bedrückt, damit wir endlich aufatmen können, damit wir in Leichtigkeit kommen. Bei diesem Maya-Kalender gibt es nur nicht diese Wochen, diese 13-Tagen-Wochen, sondern auch die Tage nach diesem Kalender. Die heutigen Tag haben wir die Zahl 12. Und die Mayas haben wir mit 2 Punkte und 2 Linien gezeichnet, diesem Zahl 12. Und diese Zahl 12 bedeutet, so wie die Mayas das beschrieben haben, Fülle. Bedeutet auch Überblick schaffen über etwas. Bedeutet auch verstehen die Zusammenhänge, Informationen, Erfahrungen sammeln und das Ganze betrachten, die Zusammenhänge erkennen und verstehen. Und heute ist auch wichtig die Wertschätzung. Die Tagesenergie oder planetarische Kraft zeigt hier heute Kaban. Und diese Kaban bedeutet übersetzt Weihrauch oder Erde. So wurde das übersetzt, dieses Symbol, Weihrauch und Erde. Und das heißt, diese Tagesenergie, diese Kaban, aufsteigende Erdkraft, Erdverbundenheit, bedeutet auch, dass unsere schöpferischen Ideen, Gedanken in Tat umsetzen. Erde bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur, Erdverbundenheit, eine feste Boden unter unseren Füßen. Und Erde bedeutet auch die Realität. Ein Gedanke ist noch nicht die Realität. Aber mit diesem Kaban-Energie können wir das in Tat umsetzen. Kaban steht mit Natur in Verbindung und die Wald, die Natur gibt uns gerade die Naturkräfte, was uns, wo wir uns auftanken können, steht mit Kristall und Rubin auch in Verbindung. Die Mondenergie. Die Mayas beschreiben, dass wir bis 6. März 2019 in einen galaktischen Mondphasen haben und heute vertritt die Mondenergie Akbal und Akbal bedeutet die blaue Nacht und diese Nacht ist die Stille, die innere Ruhe und wir sollen in die Tiefe schauen, etwas ergründen, forschen, die Zusammenhänge erkennen, also heißt auch in die Tiefe schauen, bedeutet aber auch eine innere Reise. Natürlich, weil hier um Nacht geht, bedeutet auch der Schlaf und die Träume und kann auslösen, dass wir ein Traumbild haben und dieser Traum vermittelt uns etwas Wichtiges. Akbal können wir übersetzen als Haus. Und dieses Haus heißt jetzt das Innere. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und diese Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.